Jo, herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Ja, wir zocken heute mal auf der PlayStation 5. Ratchet & Clank Rift Apart ist ein PlayStation 5 Exklusivtitel. Kam, glaube ich, so viel ich weiß, kam das jetzt zusammen mit dem Release der PlayStation 5. Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ein PlayStation 5 Exklusiv und ich liebe dieses Spiel. Es ist so nice. Da kann ich schon vorweg sagen, Leute, da könnt ihr eigentlich gleich schon loslaufen, euch das holen. Vielleicht habt ihr sogar noch Glück. Ich glaube, es gibt es jetzt gerade noch im Angebot bei den Sales. Ja, ich glaube ja. Auf jeden Fall, schaut mal los. Ich werde euch auf jeden Fall alles mal so in die Videobeschreibung verlinken, wo ihr das so kaufen könnt. Gut, wir werden jetzt einfach mal starten. Ich werde nicht meinen Speicherstand nutzen. Ich habe schon bis zu 47% gezockt. Wir werden neuen Speicherstand anfangen und ein bisschen mal so rumlaufen da. Na, das soll mal so ein bisschen so für euch zur Anschauung, so wie das Spiel ist, falls ihr es noch nicht gesehen habt, was ich schwer bezweifle, weil ihr wahrscheinlich schon lang, was weiß ich, andere Videos geschaut. Ja. Aber was soll's, jetzt gibt es bei mir auch Ratchet & Clank Rift Apart. Und so, da, ja, gut, hier können wir noch ein paar Spieleinstellungen machen, Controller-Einstellungen, Audio-Einstellungen. Solltet ihr es haben, dann könnt ihr euer ja, 3D-Puls benutzen. Ich habe eins, kann ich jetzt aber nicht nutzen, weil ich habe USB-Headset dran, Quatsch, mein USB-Mikrofon und habe zurzeit einen ja, Bluetooth-Headset an den Fernseher gekoppelt. Irgendwie ging das nicht, habe ich das nicht zum Laufen bekommen. Mein USB-Headset an der Bläse plus dem Puls-Headset. Sei es drum, vielleicht bin ich da auch einfach zu blöd. Auf jeden Fall solltet ihr das 3D-Puls haben, schließt es euch an, zockt das Spiel richtig, richtig nice. Macht das alles noch viel, noch geiler. Ja, Untertitel, Barrierefreiheit, Speedrun-Einstellung brauchen wir eigentlich. HDR habe ich an und den Performance RT. Das ja, habe ich an. Es gibt noch Leistung und Wiedergabetreue. Ja, und Performance RT. Ich spiele Performance RT. 120 Hz-Modus. Ja, macht man Fernseher, aber nur bei der Auflösung von 1440p. Leider die PlayStation nicht. Ja, Englisch brauchen wir nicht. Kroatisch, ja, Text brauchen wir auch nicht. Ja, wir lassen das so. Wir fangen einfach an und machen Spielstart. Anzug scheint zu funktionieren. Du fällst nicht auf. Da ist die Assistentin und da ist der Infobot. Gute Arbeit. Jetzt verschwinde und entschlüssle das Ding. Wo ist der Infobot? Wo willst du hin?
Suspense. Rivet? Shh, ich muss weg. Hier, der bringt dich nach Hause. Er hat eine Einheitsgröße, also müsste er... Danke. Findest du das nicht schräg, eine Feier für uns? Ich meine, wir hatten keine Heldentaten seit Jahren. Hält man uns schon für abgewrackt? Oh, was, wenn wir abgewrackt sind? Zum Glück müssen wir keine Heldentaten vollbringen. Außer vielleicht lächeln und winken. Stimmt. Ein lautes Willkommen für die Zeremonienmeister der Parade! Ratchet und Clank! Ich, Captain Copernicus Leslie Quark, bin euer Gastgeber! Und ich, Skidman Max! So. Also die Grafik ist so atemberaubend, dass es... Unglaublich. Ja, aber wir werden jetzt erstmal kurz diese kleine und kurze Einführung spielen. Hey, ist dir ein ganz schönes Abend für unsere Helden? Ja, Freunde, es wird ein bedeutsamer Tag. Angefangen mit mir und zum Schluss ein Überraschungsgeschenk von Clank an Ratchet. Muss es die ganze Galaxie hören? Warte, ein Geschenk? Wofür? Oh, du wirst sehen. Es wartet am Anfang der Paraderoute auf uns. Na, dann sollten wir doch mal los. Alles begann auf dem Planeten Feldin, als Ratchet, ein rastloser Tüftler, das Abenteuer suchte. Man kann ja mal kurz, kann man da jetzt schon mal was schauen? Das brauchen wir nicht. Ja, wir haben Ausrüstung. Da finden wir auf mehreren Planeten Ausrüstungsgegenstände, die können wir halt alle schön sammeln, bis wir das Set voll haben. Die haben dann auch irgendwelche Bonis drauf. Dann haben wir Sammelobjekte. Ja, solche Schrauben, solche Goldbolts, dann Spionbots und wir haben Lorbs. Könnt ihr denn, es wird auch immer angezeigt, ich glaube jetzt hier nicht, hier gibt es keine Karte, aber auf der Karte gibt es dann angezeigt, wie viele Bolts oder so Sammelobjekte zu finden sind. Ja. So viel dazu. Und das mit dem Dual-Sense-Controller, das ist wirklich so genial, diese Trigger und ach, das ist so ein tolles Spielgefühl. So genial. Und jetzt überwinden unsere Helden diese festliche Barrikade. Wer könnte je die Blag-Invasion auf Kerman vergessen? Zeigt den Fans eure Weltklasse-Scharfschützenkünste. Das heißt, die Sprüche sind auch so köstlich. Hey, ich glaube, ich sehe den Lombards. Welche Szene soll denn hier nachgestellt werden? Mädchen, ich glaube nicht, dass das zur Show gehört. Ah!
Uns ist ein Kopfgeld ausgesetzt? Ich hoffe, es geht nicht um dein Geschenk. Schnell, wir müssen zum Anfang der Paraderoute. Das ist so genial. Kannst einfach nur immer wiederholen. Aktiviere Magnetstiefel! Oh Mist. Und winken, hä? Ich wette, die Blacks stecken dahinter. Oder die Kragmiten. Oder, oh, Dr. Nefarius. Ach, Quatsch! Nefarius ist schon länger im Ruhestand als wir. Halsabschneider. Hab ich schon gesagt, dass die Grafik so genial ist. Als ich das erste Mal gestartet habe, da dachte ich auch, wow. Es ist unglaublich. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Und es ist natürlich auch richtig nice, witzig. Ja, man kann sich echt wirklich kaputt lachen über die Sprüche. Halten wir den Transporter aus und beenden es. So, ach den, ja. Eure Waffen müsst ihr nachher auch noch skillen. Das habe ich auch, glaube ich, gar nicht so gezeigt. Da gibt es halt eine Waffenhändlerin und da könnt ihr hingehen und dann neue Waffen kaufen und halt auch eure Waffen verbessern. Und jetzt kommen wir zur Gegenwart in unserer Heldengeschichte. Ratchet, der letzte bekannte Lombax, dessen Volk in einer anderen Dimension verloren ist, wird ein geheimnisvolles Geschenk von Clank erhalten. Ich hatte eine Rede geschrieben, aber da die Veranstaltung offenbar angegriffen wird, komme ich gleich zum Punkt. Ratchet, ich weiß nicht, wo ich ohne dich wäre. Du bist mein bester Freund, mein Teampartner. Und du hast viel aufgegeben, um... Ich habe den Dimensionator repariert. Jetzt kannst du endlich deine Familie finden. Oh, Kumpel, ich... Was? Dr. Nefarius? Ratchet und Clank! Was für eine wundervolle Überraschung! Ich hatte nicht erwartet, euch hier zu sehen. Vor allem, weil meine Halsabschneider euch vor 8 Minuten auslöschen sollten! Was willst du, Nefarius? Das! Huh?
denn niemand mehr Bedienungsanleitungen? Diese Lache. Nefarius den Dimensionator wegnehmen. Ja, und zwar schnell. Was immer er plant, es kann nichts Gutes sein. Bist du hier, um dich zu stellen, Lombard? Ihr seid immer noch hier? Aber natürlich. Wo sollt ihr auch sonst sein? Dass Nefarius so etwas versucht. Mach dich nicht fertig. Das wird genau wie in alten Zeiten. Komm, sieht aus, als wäre Nefarius in der Nähe des Bahnhofs gelandet. Oh, Mrs. Zircon. Holen wir uns eine Waffe. Waffe gefällig? Mrs. Zircon hat alles. Ja, da könnt ihr rangehen und jetzt erstmal nur eine Waffe kaufen. Schmetterbomben. Die sind recht nice. Das kaufe ich. Fantastisch in deinem Arsenal. Man kann auch sich eine Vorschau anschauen. Die sind auch sehr witzig gemacht. Ja, schaut euch auf jeden Fall immer die, wenn ihr eine neue Waffe kauft, die Vorschau an. Das ist auch sehr witzig. So. Halsabschneider im Anmarsch. Das sind echt cool, diese Schmetterbomben. So, gibt's jetzt hier noch was? Ja, wenn ihr Waffen wechseln wollt, dann müsst ihr Dreieck und dann öffnet sich das Kreismenü und da sind dann auch eure Waffen. Das könnt ihr dann mit dem linken Stick auswählen. Später könnt ihr dann ja, andere hinzufügen, euch den Kreis halt so einstellen, welche Waffen ihr gerne hier haben möchtet und mehr mit ja, mit wie heißen die, R1 und R2 könnt ihr dann zwischen den Rädern noch wechseln. Dann habt ihr verschiedene Räder noch. Und ihr könnt das halt so einstellen, wie ihr es gerne möchtet. Das ist auch sehr cool. Das sieht so nice aus. Weg mit dem Dimensionator, Nefarius. Weg mit dem Dimensionator. Ja, klar. Heute lernt ihr, wie sich Verlieren anfühlt. Spoiler, es ist ermüdend. Sobald ich diese blöden Koordinaten habe. Sag Lebol! Was habt ihr jetzt da? Okay.
gerade. Wir könnten ein kleines Problem haben. Die Brücke ist zerstört. Es muss einen anderen Weg geben. Die Spalten reagieren auf das Phasenquarz in deinem Handschuh. Richte ihn doch mal auf einen davon. Hast du das gesehen? Das war ziemlich spannend. Hier kommt der Schmerzexpress. Das ist so genial. Hier kommt der Schmerzexpress. Oh Mann. Darius diesen Kerlen wohl bezahlt? Nicht annähernd genug. Ich dachte. Sandhaie, von oben. Nefarius Schiff, wir müssen irgendwie darauf. Die Taxis an diesem Stand da fahren direkt an ihm vorbei. Dann verpassen wir unseres lieber nicht. So. Hey, seit wann tut's der Dimensionator wieder? Ich habe Hobbys und ich weiß, wie viel dir die Suche nach den anderen Lombaxen bedeutet. Ich dachte, vielleicht könnten wir zusammengehen. Ah, das ist echt nett von dir, aber ich... Wieso holen wir ihn nicht erst von Nefarius zurück? Ja. Ach, da schon die Knall dagegen. Aus. Nefarius hat sich eindeutig übernommen. Was ist das? Wow, hey! Oh nein! Hier haben wir wieder unsere Verkäuferin. Bist du kaufbereit oder hältst oh, du dich nur der Vollstrecker. 1250. Also ihr sollt immer schön alles kaputt machen, damit ihr euer Guthaben, also diese Schrauben, diese kleinen Schrauben, immer schön sammelt. Damit kauft ihr euch letztendlich eure Munition oder halt neue Waffen. Mrs. Zurkon hätte gewettet, dass du diese Waffe...
R2 halb Einzellauf und Doppellauf. Sehr schön. Das mit den Triggern, das ist so. Man merkt den Widerstand und das ist so. Ich kann es. Ich bin echt begeistert. Der Nefarius mache ich nach all den Jahren wieder aufgetaucht, nur um schon wieder das Universum zu erobern? Ja, aber ich wünschte, er würde sich Kümmer dabei anstellen. So, das heißt, wir haben jetzt keine Muni mehr. Verpixler, der ist auch ganz nice. Nein, die Laserpistole. Und Stufenaufstieg. Gut gemacht, Ratchet. Nur dank deiner Hilfe, Kumpel. Okay, auf geht's jetzt zu Nefarius. Diese Eisabschneider taugen gar nicht. Warum habe ich meinem Assistenten auch bezahlte Elternzeit gegeben? Schnell, bevor Nefarius den Dimensionator überstrapaziert. Oh. Wir müssen seine Abwehr schwächen. Also, die Bosskämpfe sind jetzt nicht so schwierig. Zumindest, wo ich bis jetzt gespielt habe, also im mittleren Schwierigkeitsstand. Es kann natürlich sein, dass es noch heftiger wird, weil man kann ja auch noch auf ganz schwer stellen. Aber bis jetzt hatte ich nicht so Probleme gehabt. Ich bin eher, wenn schon mal des Öfteren irgendwo runtergefallen. Aber es ist auch nicht so ein Problem da. Da verliert ja auch nichts. Oh je, er visiert uns an. Nimm das, Nefarius. Oh, da bin ich auch leer. Meine Güte. Seine Abwehr wird schwächer. Zum Muni gesammelt wieder. Und ich habe bis jetzt auch nicht, ich habe wirklich schon ein paar Stunden gezockt und keine Performance-Probleme oder so. Ich glaube, das lief alles wie Butter. Wir doch unsere Schmetterbomben. Die machen echt gut Schaden. Oh, hat das wehgetan? Gut. Ah, schade. Das war nicht ganz gelangt. So. Glaubt ihr, eine vernichtende Niederlage reicht schon aus, um mich zu stoppen? Also, ja. Da irrt ihr euch! Wir reisen in eine Dimension, in der ich immer gewinne, damit ihr endlich mal wisst, wie das ist. Die Dimensionen werden immer schwächer. Wie schlimm ist es? Tja, ganz bestimmt nicht gut. Super. So nice. Wo sind wir? Keine Ahnung. Zurück in die Tiefe mit dir. Wie viele Arme hast du? Wo ist
Was für eine Gaunerei! Runter von meinem Schiff! Umgeht! Das wäre auch cool gewesen, ein Piratenlevel da. Hab ich's geschafft, oder was? Ist das... Das ist echt viel näher. Das ist der Teil, wo du verlierst. Ratchet, der Dimensionator. Oh je. Oh je. Ratchet? Oh je. Mein Arm. Und? Nein. Der Dimensionator. Er. Was habe ich getan? Was hast du getan? Wer bist du? Jemand mit vielen Fragen. Komm erst mal mit. Na, warte. Ich muss meinen Freund finden. Das ist so geil. Oh, herrlich. Ja, das sind so Rifts, da könnt ihr auch rein. Da bekommt ihr auch das ein und andere gute Stückchen Rüstung. Hier. Und ihr müsst halt manchmal den einen Lombax spielen, dann den anderen wieder. Also das ist wechselt sich manchmal ab. Vielleicht hat ihn hier irgendjemand gesehen. Hat einer von euch einen kleinen grauen Roboter gesehen? Grüne Augen, rote Antenne, ziemlich niedlich. So, aber ich würde sagen, liebe Freunde, das war es erstmal zum Angezockt. Wir haben jetzt praktisch so das Intro mal angespielt. Für die Leute, die es noch nicht kennen. Ja, und das Video ist bei mir sehen, will ich nicht zu viel spoilern. Ja, Ratchet & Clank Rift Apart, richtig nice, PlayStation 5 exklusiv. Alles andere unten in die Videobeschreibung, da ja, werde ich die Links reinhauen, wo ich es denn so kaufen könnt. Könnt ihr halt digital kaufen oder halt auch als Disc-Version. Gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr euch das besorgt habt. Es ist richtig, richtig nice und sehr zu empfehlen. Ja, dann alles Gute. Bleibt gesund, liebe Freunde. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.